Hallo Paul, deine Nominierung nehme ich natürlich sehr gerne an. Ich habe mir gedacht, hey, du hast mich verlinkt mit Malternativ, den Namen kenne ich doch, das ist mein Name und den Namen trägt noch jemand hier in Berlin, nämlich der Big Up, heißt auch Malte und der kann wunderbar Magic-Karten altern und deswegen, da du mir die Aufgabe gegeben hast, ein Tutorial drüber zu machen, über diesen Mountain aus dieser wunderbaren Edition, den ich zufällig auch hier liegen hatte in Foil, dachte ich mir, mache ich doch einfach mal ein Tutorial, wie man denn so ein Altering machen könnte. Dazu habe ich diesen Flittering Dragon. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht wieder in dieser Videoschleife. Den habe ich schon mal abgelöst von der anderen Magic Karte. Und dachte mir, den kann man auch, hey, wunderbar benutzen, um den auf den Mountain gemacht zu machen. So ein Drache passt doch einfach thematisch auch super zum Mountain, wenn man unten den auf die Box klebt. Das wäre doch wunderschön monorot oder beziehungsweise rot ist natürlich auch eine meiner Lieblingsfarben, einer der aggressivsten Farben, die es überhaupt im Magic gibt. Und das ist doch ein perfektes Angebot für mich, das aufzugreifen und umzusetzen. Ich habe direkt losgelegt, wie man jetzt diese Karte genau voneinander abdrängt. Also dazu ist es einfach wichtig, eine Vollkarte zu haben. Und man muss einfach ja, eine Ecke suchen und mehr oder weniger unten an der Karte ziehen und die abreißen. Möglichst schnell, um möglichst viel von dem Bild mit drauf zu bekommen, ohne viele Spuren zu haben. Und dann habe ich einfach angefangen, den Drachen ein bisschen auszuschneiden. Was sich später noch als eine sehr interessante Wahl herausstellen wird. Aber das findet ihr natürlich später raus. Für alle Magic-Karten-Fans, die vielleicht auch Pink-Ping, also das Pimpen des Decks oder das Altering, richtig cool finden, die sollten vielleicht an dieser Stelle jetzt abschalten. Ich möchte mich auf jeden Fall bei allen Magic-spielenden Menschen da draußen entschuldigen. Wenn man Karten altert, dann kommt es immer wieder dazu, dass auch Sachen schief gehen. Und normalerweise stellt man diese Sachen nicht online. Ich wurde jetzt herausgefordert, dieses Video aufzunehmen und meine Frist läuft bald ab. Das heißt, ich kann mir jetzt nicht irgendwie leisten, nochmal einen neuen Versuch zu starten und werde jetzt einfach das hochladen, was genau passiert ist. Zum Glück sind meine Fingernägel auch einigermaßen geschnitten, weil die Kamera richtig schön scharf stellt. Optimalerweise muss man natürlich mit dieser Bastelschere ganz nah an dem Drachen entlang schneiden, dachte ich zumindest. Also, ja. Da muss man relativ wenig übermalen, weil das Blau war meiner Meinung nach, wenn ich es jetzt aufklebe, muss ich halt das Blau übermalen. Das ist unnötig dick. Und man will ja beim Altering eigentlich vermeiden, dass die Karte unnötig dick wird. Deswegen dachte ich, ich lasse dem Drachen sein Nest, schneide aber den blauen Hintergrund ab, damit er schön aufgeklebt wird. Dann, die Kamera hat leider immer wieder abgebrochen, was soll's. Meine erste Idee war einfach, diesen Bastelkleber zu nehmen, den ich gekauft habe, um mehr oder weniger Modeschnupp zu basteln. Dazu kann ich aber irgendwann auch noch später ein Tutorial machen. Hier sind meine Pinsel, die ich habe. Schon benutzt habe zum Kartenaltern. Da habe ich die Größe 1, 2, 4 und 6, möglichst klein. Also umso kleiner man die Pinsel hat, umso besser natürlich. Da man sehr fein, die Karten sind sehr klein, es sind sehr feine Linien. Umso kleiner man die Pinsel hat, am besten ist sogar 0,5er Pinsel, umso feiner kann man die Linien malen und umso schöner sieht es hinterher aus. Das da oben in der Ecke ist eine Lupe, die benutzt man. Einfach um nochmal viel besser, genauer zu sehen, ja, was man gerade macht, was man sehr detailliert malen kann. Genau, das ist dieser Kleber, den ich. Es gibt diesen Modeschmuck. Da kann man so ein Bildchen ausschneiden, das auf einem. Na, was ist das? Auf so einen Ohrring Vordruck legen. Und dann mit diesem Kleber kann man so ein Glassteinchen einkleben, um daraus dann irgendwie einen Ohrring oder eine Kette oder was auch immer zu machen. Genau, das Problem war, der Kleber, der war natürlich festgeklebt, deswegen habe ich mir hier diese Nadel geholt, um das Loch aufzupieksen, damit wieder Kleber rauskommt. Auch das ist sehr wichtig, wenn man Karten ordnen will. Man sieht noch sehr schön die Folie. Die da klebt. Das Problem bei Magic-Karten ist einfach immer wieder, wenn man auf diesen Karten was machen will,
Ach so, so weit bin ich noch nicht. Die sind, haben eine sehr, sehr glatte Oberfläche. Da muss man eigentlich vorarbeiten. Ich dachte, eventuell reicht es aus, ein bisschen Kleber hier drauf zu machen. Deswegen habe ich einfach mal auf den Drachen, auf der Rückseite ein bisschen Kleber aufgetragen. Und habe gehofft, der Kleber ist stark genug, dass der Drache hält. Rückblickend würde ich empfehlen, wenn man das Tutorial jetzt hier ernst nehmen sollte, wie heißt das, Sekundenkleber zu nehmen. Also es gibt sehr, sehr starken Kleber, der innerhalb von Sekunden trocknet. Wie wir jetzt sehen werden, hält einfach gar nichts. Das liegt natürlich auch an der glatten Oberfläche dieser Foilkarte. Ja, und ich glaube, das war die letzte Warnung für alle, die sich wirklich für das Euter interessieren. Die sollten jetzt abschalten oder genau sehen, was ich hier mache und sich überlegen, wie es nicht geht, was passieren kann. Vielleicht könnt ihr einfach aus meinen Fehlern lernen. Ich muss zwischendurch mal einen Schluck trinken, mein 10-Minuten-Video. Aber dauert natürlich sehr lange und tatsächlich wird das Video noch länger als 10 Minuten dauern. Mein ursprünglicher Plan war, einen Timelapse zu machen, also dass das Video einfach schneller gemacht wird. Ja, ist mir jetzt ehrlich gesagt von der Zeit nicht mehr wert, da viel Bearbeitung reinzustecken. Deswegen lasse ich das einfach laufen. Genau, da ist der Kleber aufgetragen. Ich trage das an den Seiten auf, weil man merkt halt, dieser Flügel und alles, was außen ist, will noch nicht so richtig kleben. Noch sieht die Klatte ziemlich geil aus. Man sieht richtig schön das Foil, dass es glitzert. Auch der Drache ist natürlich eine Foilkarte gewesen, die glitzert. Ja, jetzt fällt mir langsam nicht mehr ein, was ich erklären soll. Mountains, genau, für jeden, der Magic nicht kennt. Ups. Magic ist ein Kartenspiel mit fünf verschiedenen Farben: Weiß, Blau, Schwarz, Rot, Grün. Man braucht, um die Zaubersprüche, die man ja, beschwören will, in der Regel sind das dann Kreaturen, braucht man Mana. Das Mana gewinnt man aus Ländern. Und wie gesagt, es gibt fünf verschiedene Farben: Weiß, Blau, Schwarz und Grün. Das weiße Land ist eine Ebene, das blaue Land eine Insel, das schwarze Land ein Sumpf, das rote Land ein Gebirge und das grüne Land ein Wald. Das heißt im Englischen, das weiße Land ist eine Plains, das blaue Land ist ein Island und das schwarze Land ist ein Swamp. Das rote Land ist ein Mountain und das grüne Land ist ein Forest. Ich merke jetzt langsam, dass der Kleber nicht ganz so klebt, wie ich mir das vorstelle. Halte deswegen einfach nur mal, um auszuprobieren, ob es klappt. Den Pinsel ein bisschen gedrückt, um es runterzuhalten. Nimm einfach nochmal ein bisschen Kleber dazu, streich das drüber über die Ränder, versuch auch so ein bisschen den Kleber, der unten drin ist, so nach außen zu streichen, dass der an die Stellen kommt, die außen sind, halten, dass die Karte nicht so dick wird, weil man will natürlich auch in den unteren Schichten, die unter dieser Vorlage liegen, möglichst wenig Luft oder Kleber haben, dass die Karte möglichst dünn bleibt, dass sie später noch gespielt werden kann. Denn bei Magic ist das natürlich so, wenn man eine gealterte Karte, also eine Karte mit alternativem Artwork spielen möchte, dann muss man die zum Head Judge geben. Also Head Judge ist ein Schiedsrichter, zumindest wenn man auf einem Turnier spielen will, der sich die Karte anguckt und bewertet, ob die einfach so im Deck gespielt werden darf. Einer der Faktoren, die dabei maßgeblich eine Rolle spielen, ist einfach Kartendicke. Denn so umso dicker eine Karte ist, umso eher kann man die im Deck fühlen. Es gibt Spieler, die wirklich unterschiedliche Dicken der Karten hinausspüren und wenn eine Karte dicker ist als eine andere, kann das einfach sein, dass man die fühlen kann und wenn man diese Karte in einem entsprechenden Augenblick braucht, kann die nach oben geschaffelt werden, damit sie besser gefunden wird. Ich versuche weiterhin den Kopf anzukleben. Man sieht hier in dem Fall meine Fingernägel besser als tatsächlich die Karte und den Drachen, den ich da versuche aufzuzeichnen.
CPU-Auslastung scheint wohl sich gerade zu verabschieden. Deswegen fällt zwischendurch einmal das Bild auf. Ich habe das Video vorausschauend in 50 Frames per Second aufgenommen. Der Plan war, das Video, wie gesagt, mit doppelter Geschwindigkeit hochzuladen. So wäre dann die Möglichkeit gewesen, das Video in halber Geschwindigkeit abzuspielen und trotzdem noch eine vernünftige Framerate zu haben. So habe ich ganz einfach die doppelte Framerate, also den doppelten Arbeitsspeicher, der verbraucht wird. Und ja, da ich das Video nicht verschnelle, sackt gerade die Leistung meines Computers ab. Auf dem Video sieht man das gar nicht so doll, dass die Karte gar nicht so doll hält, wie ich mir das vorstelle. Ich packe einfach noch ein bisschen Kleber drauf in der Hoffnung, dass die Stellen, die gerade noch nicht kleben, jetzt endlich mal festkleben. Zwischendurch halten sie auch ein paar Sekunden. Was ist die nächste Überlegung? Was kann man denn machen? Ich bin nicht zufrieden und versuche das Ganze einfach nur mal ein bisschen abzuspülen. Bin ich schon an der Stelle? Bin mir nicht sicher. Ich glaube aber schon. Es ist halt super viel Kleber auf der Karte. Deswegen gehe ich einmal zum Waschbecken, nehme ein bisschen Wasser, spüle schon mal über die Karte drüber, was Magic-Karten bekannterweise mittelmäßig gut tun, weil auch wenn die vorne und hinten eine gute Schicht haben, das heißt relativ wasserdicht sind, gibt es immer noch zumindest einen geringen Anteil an Seiten. Und die Seiten sind bei Magic-Karten weniger wasserdicht. Das heißt, ich habe dann schon feststellen müssen, einer der Seiten hat ein bisschen Wasser gezogen. Und es ist relativ auffällig. Mein nächster Gedanke war jetzt einfach, hey, wenn dieser Kleber nicht hält, brauche ich einfach eine Grundschicht. Also es ist ein relativ übliches Verfahren bei jedem, der sich ein bisschen mit Altering auskennt. Oh, jetzt geht es richtig ab hier mit den Videos. Da habe ich die Karte aus Versehen irgendwie in die Farbe reingepackt. Ein Basecoat heißt das, glaube ich. Also so eine Layer, so eine Grundschicht aufzutragen. Also einfach eine Schicht schon mal von Farbe unten auf die Karte auftragen, damit dann später auf dieser Schicht die tatsächliche Farbe aufgetragen werden kann. Dadurch, dass ich natürlich die Rückseite beschmutzt habe, habe ich die Karte in die Hand genommen. Man sieht tatsächlich überall meine Fingerabdrücke, was einfach ein Traum ist. Deswegen, ich fange einfach schon mal an, die Seiten anzumalen. Man sieht aber super krass einfach diese Pinselstriche, jeden einzelnen Pinselstrich, den ich mache, womit ich auch schon unzufrieden bin. Das Ziel ist natürlich, die Farbe möglichst gleichmäßig aufzutragen. Jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, wird jetzt feststellen, hey, so geht's nicht. Es gibt auf jeden Fall bessere Wege. Ich probiere es trotzdem noch, die Karte zu retten. Versuche relativ gleichmäßig, das heißt von einer auf die andere Seite. Man sieht jetzt hier unten schon, also wenn man die Karte richtig gut betrachten würde, unten links schon, dass sich so eine Ecke hochwölbt. Das ist davon, dass ich mit dem Kleber abgewaschen habe mit Wasser und dabei nicht vorsichtig war und das Wasser halt auch an die Seite kam und sich dadurch die Schicht löst. Und jetzt kann eigentlich das ganze Spektakel beginnen. Ich meine, ihr seht jetzt schon, wie die Karte inzwischen aussieht. Grundsätzlich sollte das kein Problem darstellen, wenn man, wie gesagt, diese Unterschicht sieht man hinterher nicht. Als ich damals angefangen habe, Karten zu altern, habe ich mir die Zeit und Mühe genommen, wirklich die Karte festzukleben. Und die eigentliche Farbe, wo man das Mana-Symbol und alles sieht, wegzuradieren, um dann wirklich diese Grundfarbe, die auf der Karte ist, abzutragen, damit man weniger Gewicht und weniger Dicke der Karte hat. Wenn man jetzt so eine Grundschicht aufträgt, ist das eigentlich nicht schlimm, aber die Karte wird natürlich dicker. Hier wird der Pinsel noch mal ein bisschen ausgewaschen, deswegen wackelt die Hand hier so doll. Und mit einem Papier abgewischt. So eine Grundschicht habe ich jetzt aufgetragen. Hey, die muss nicht perfekt aussehen, weil wie gesagt, da kommt noch eine andere Farbschicht drüber.
Da zeige ich euch nochmal detailliert den Pinsel, wo ihr natürlich alles perfekt erkennen würdet. Ah, das sieht man sogar tatsächlich was, wie groß der ist. Flump. Eine wunderschöne Aufnahme. Ach, das habe ich noch gar nicht erzählt. Genau, wenn ihr malt, legt euch optimalerweise so ein Papiertuch drunter. Es ist egal, welche Marke, wie oder was. In der Regel wird auch der Hintergrund oder da, wo ihr malt, irgendwie dreckig. So, natürlich diese Grundschicht ist feucht und wenn ich da jetzt drüber malen würde, dann würde sie bliblablub, ne? Deswegen muss sie trocknen, deswegen schüttel ich die Karte. Man muss auch darauf achten, wenn man Farbe aufträgt, dass die Farbe nicht zu schnell trocknet. Denn wenn sie zu schnell trocknet, zum Beispiel mit einem Föhn oder so, dann wälzt sich die Karte auch. Blablabla, ich habe eine Grundschicht, da kommt der Kleber wieder. Nächster Versuch, den Drachen festzukleben. Ich meine, jetzt gibt es ja eine Grundschicht, die auf jeden Fall auch rauer ist als diese Folie der Karte. Und das war einfach die Hoffnung, dass dieser Drache jetzt auf dieser Grundschicht hält. Man merkt schon, bei den Strichen, die ich da mache, indem ich diesen feuchten Kleber trage, wird die Farbschicht, die ich aufgetragen habe, die scheint noch nicht ganz trocken zu sein, die scheint nicht zur Seite zu reiben. Versucht zu fixieren und immer noch dieser eine Flügel, diese kleine winzige Ecke. Also wenn ihr das wirklich mal versuchen solltet, ich würde euch raten, nicht zu detailliert abzuschneiden, so wie ich das hier gemacht habe. Die Ecke von diesem Flügel ist mini winzig und die Vollschicht biegt sich einfach super krass. Lieber schneidet ihr ein bisschen großzügiger ab, dass die Flächen breiter sind, dass der Kleber dort besser hält. Oder ihr benutzt wirklich richtig krassen Kleber, dass diese Ecken bleiben. Besser wäre es einfach, eine größere Fläche zu haben und dann über die Fläche zu malen. Also diese Folie, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ist tatsächlich super dünn, auf der das Bild aufgetragen ist. Wenn man da noch eine Schicht Farbe oder so aufträgt, um das Blau, um das Hintergrundblau wegzumachen, das wäre wahrscheinlich weniger problematisch als wie ihr seht. Das Problem, was ich jetzt mit diesem Drachen bekomme, dass der Flügel einfach nicht kleben will. Selbst nicht auf dieser Grundschicht. Vielleicht ist sie einfach noch zu feucht. Vielleicht hätte ich den Drachen weiter aus müssen. Aber da sieht man einfach, wie das bei Altering ist. Man braucht wirklich viel Übung, dass irgendwas halbwegs funktioniert. Man hat auch viele Rückschläge, die man natürlich niemals veröffentlichen würde in diesem Fall. Für die Ultras gibt es das exklusiv für euch. Ich meine, ich werde jetzt, denke ich, eine halbe Stunde quatschen, um euch das Ergebnis dieser Karte präsentieren zu können. Da dachte ich mir, hey, ich meine, die ganze Zeit mit dem Pinsel streichen, draufhalten. Ich meine, es gibt verschiedene Ecken. Warum nicht einfach eine Magic-Karte drauflegen? Die ist doch genauso flach wie die Magic-Karte. Ist das eine gute Idee? Na, wer hat die Antwort? Was wird passieren? 3, 2, 1. Ich meine, jetzt sieht es doch gerade gut aus, ne? Es ist flach, es hält, es bleibt liegen. Also, gucken. Ich habe natürlich den Kleber auch oberhalb der Karte aufgetragen. Und jetzt geht der ganze Drache ab. Oh, jetzt merke ich schon so ein bisschen, es könnte sein, dass dieses Experiment, dieses Altering nichts wird. Die Farbe ist schon ein bisschen ab. Tragen wir doch nochmal ein bisschen Grundfarbe drauf. Ich meine, jetzt sind wir einfach am Punkt angekommen, wo ich mir denke, die Karte ist so dick. Ich glaube nicht, dass die wirklich tatsächlich nochmal irgendwo gespielt werden kann. Einfach nochmal Farbe drauf und in der Hoffnung, dass es beim nächsten Mal hält.
Ich glaube, der Vorteil ist auch einfach, wenn man diese Grundschicht wegradiert, dieser Karte, dass es dadurch die Karte schon leicht angeraut wird. Aber es ist halt Arbeit. Ich meine, allein das wegzuradieren hat mich damals eine Stunde, also es hat eine Stunde gedauert, bis ich diese Farbe wegradiert hat. Das geht natürlich auch mit Aceton, dann ist die Karte halt nicht rau. Es gehen aber auch dadurch Karten verlieren. Wenn man halt wirklich die ganze Zeit radiert und so, dann knickt die Karte einfach mal ab, dann gibt es eine Ecke und dann kann man die Karte im Prinzip schon nicht mehr benutzen. Dann kann man anfangen, die nächste zu radieren, weil wenn eine Karte einen Knick hat, das ist halt super offensichtlich. Jetzt ist meine Meinung, hey, der Kleber, der war vielleicht einfach scheiße, der muss zu lange trocknen. Welchen Kleber habe ich denn noch im Haushalt? Uhu. Jetzt schauen wir einfach mal, ob Uhu den gewünschten Effekt erbringt. Ich meine, was gibt's noch zu verlieren? Da merkt man schon, auch auf der Rückseite die Farben. Die kleben natürlich inzwischen auch schon hinten fest. Zack, gleiche Prozedur, habt ihr schon gesehen. Wieder nicht warten. Ich meine, es soll ein 10-Minuten-Video sein. Selbst wenn ich Timelapse mache, 20 Minuten zu lange warten kann ich dann nicht, bis das irgendwie funktioniert. Ich meine, es ist Kleber. Ich meine, wie lange braucht denn der schon, um zu trocknen? Also zack, Drache drauf. Sieht doch schon ganz schön geil aus. Irgendwie hält der Flügel immer noch nicht, oder? Nochmal ein bisschen Kleber unten drunter. Schön glatt streichen. Halt doch diesen Flügel endlich mal unten. Drache, der Flügel. Geh mir nicht auf den Keks, halte ich ihn halt mit dem Finger runter. Der Drache, der Kopf hält auch nicht richtig. Ah, jetzt nehme ich den Finger weg und dieser blöde Drache klebt an meinen Fingern. Glatt streichen. Guck mal. Der Hintergrund klebt wahrscheinlich der Farbe schon eher an dem Drachen als der Drache an der Karte. Man sieht, wie die Farbe langsam abgeht bzw. am Drachen kleben bleibt und dieser Flügel wellt sich sehr elegant wieder nach oben. Ein Traum. Ich meine, nochmal bitte mit der Rückseite. Ich meine, da ist ja kein Kleber drin, deswegen drehe ich den ein bisschen. Das halt. Ja, komm. Ich meine, der hält doch für wenige Sekunden unten, wenn ich so da drüber streiche. Jetzt dieser Flügel kann doch einfach. Oh, merkt ihr langsam, wie die Farbe, dieses weiße Grundfarbe auf dem Drachen landet? Ich meine, dann hinten jetzt weg mit diesem blöden Flügel. Dann male ich den Flügel doch einfach nochmal nach. Ich meine, besser als jetzt hier die ganze Zeit rumzufummeln. Flügel abschneiden, gerade Fläche. Zack, 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 zack. Und Flügel kriege ich ja wohl gemalt, oder? Was glaubt ihr? Ich glaube schon, so ein Flügel. Wenn da nicht diese blöde Ecke ist, kann ich den Flügel auch einfach malen. Perfekt. Hält. Man merkt sich. Lasst die großen Flächen da und nicht so minimale kleine Sachen überstehen lassen. Keine Ecken. Raw Amber habe ich hier auch noch. Ach, ich habe noch gar nicht zu diesen Farben gesagt. Diese Farben haben eine sehr hohe Dichte an Farbpigmentierung oder wie auch immer das nennt. Das heißt, selbst wenn man sehr dünne Schichten aufträgt, ist die Farbintensität dieser Farben sehr hoch und deswegen habe ich die mir ausgewählt. Das ist
Liquid Acryl, also Liquid Acrylic, das heißt so viel wie flüssig Acrylfarben. Die habe ich mir tatsächlich extra in Amerika besorgt, beziehungsweise besorgen lassen. Und ja, davon trage ich jetzt einfach ein bisschen auf. Ich meine, hier dieses Raw Amber passt eigentlich perfekt von der Farbe her auch zu den Gebirgen, die da hinten sind. Deswegen einfach mal großzügig auftragen, Feinheiten wie Hintergründe oder so kann man ja immer noch nachträglich hinzufügen. Und man merkt schon, hey, die Farbe, die hält. Ist aber immer noch sehr deutlich zu erkennen, wo die Pinselstriche sind. Was mir natürlich mittelmäßig gefällt, aber beim Feinschliff sind wir noch lange nicht. Zack, 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 zack. Auch der Drache. Den erkennen. Oh. Jetzt blättert halt der Drache ab. Und es bleibt eigentlich noch mehr Fläche zurück. Ja. Also, kauft euch, wenn ihr vorhabt, eine andere Karte aufzutragen, wirklich einen Kleber, einen Sekundenkleber oder so einen Sprühkleber, der sehr schnell, sehr stark hält. Das ist vielleicht nervig, aber so funktioniert das einfach nicht. Also Uhu könnt ihr vergessen, normalen Dingenskleber könnt ihr vergessen. Jetzt nehme ich einen größeren Pinsel, um einfach die Farbe auch besser zu verteilen, dass man nicht mehr jeden einzelnen Pinselstrich sieht. Das muss man mehrmals natürlich machen, wenn man die Farbe sehr fein auftragen will, um halt die Kartendicke nicht zu gefährden. Und man braucht natürlich zwischendurch Trockenphasen. Wenn ihr bei Magic den Begriff Rage Quit kennt, dann muss ich sagen, hier an diesem Punkt bin ich endlich so weit, um zu sagen, oh mein Gott, dieses Experiment ist so daneben gegangen. Lass mich wenigstens eine Grundschicht auftragen. Daran merkt man einfach auch, dieser Zeitaufwand, eine Karte zu altern, ist unglaublich hoch, weil man sich wirklich auch Zeit nehmen muss, dass die Farbe trocknet. Da wird nochmal hervorgehoben, hey, diese Karte war mal ein Gebirge. Besser geht das natürlich mit ein Stückchen Papier. Also ein bisschen ein Stück Papier hinten dran. Zack, zack, zack. Auch das machen tatsächlich die professionellen Leute. Sachen, die man wieder sehen will, einfach wieder herauskratzen. Das geht auch, wenn die Farbe ein bisschen mehr getrocknet ist. Mit Fingernagel, alles mögliche. Und hier die Signierung nur für euch. Diese Karte ist adressiert an die Unlimited Users. Damit man das besser erkennen könnt. Hey, schwarze Farbe, geile Idee, oder? Ja, aber ich habe doch schon schwarz und weiß gemischt. Wenn ich da jetzt mit schwarz drüber male, wird es nicht besser. Komm, nehmen wir noch ein bisschen Gelb dazu. Ein bisschen Gelb, dann erkennt. Okay, das lässt sich auch nicht gut weiter übertragen. Noch ein bisschen mehr Gelb, komm. Oh Gott, diese Karte hat sich richtig gelohnt. Smiley Face, Unlimited Users. Ja. Da es so schön aussieht, ich habe da noch die Karte, wo ich auch versucht habe, das Bild abzuzupfen. Damit kann man die Farbe doch nochmal richtig schön verteilen. Hey, was ist das? Da geht ja fast die komplette Farbe auf der Karte ab, zumindest auf dem Bild. Guck mal, wenn ich ein bisschen kratze, kommt die ursprüngliche Karte heraus. Also, wow, also es hält halt überhaupt nicht. So eine Vollkarte zu bemalen, ich sag euch, das braucht Geduld und ist eine riesen krasse Kleinarbeit. Jetzt, wo die Karte so wunderschön aussieht, können wir sie uns natürlich nochmal von hinten betrachten. Da sind alle möglichen Farben. Wenn man sie in den Sleeve packt, ist das natürlich vollkommen egal.
und nochmal alles im Detail, wie die Karte zum Schluss aussieht. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gut gefallen. Ihr wisst jetzt genau alles über diese wundertolle, schöne Magic-Karte. Wenn ihr Fragen habt, wie ihr diese Karte noch genauso schön altern könnt. Guck mal hier, wenn man die auseinander nimmt, nämlich so eine Foilkarte, merkt man genau, da ist diese Schicht, diese Foilschicht, auf die komplett die, das Bild und alles gedruckt ist. Und wenn man die Karte halt so abreißt, dann erkennt man, da kann man zum Beispiel den Imp und also den Drachen, den ich geholt habe, quasi von der Karte entfernen und auf eine andere Karte draufkleben. Wenn man wie hier nicht ganz sorgfältig ist, dann gibt es Knickfalten, deswegen sollte man es relativ schnell machen. Wenn man es nicht genau macht, sieht man hier, bleibt erst ein bisschen Papier kleben. Meine Finger sind natürlich auch wunderschön. Dafür, für meine bunten Daumen, gibt es dann hoffentlich für dieses Video auch einen Daumen nach oben. Vielen Dank, ich winke euch noch zu und da dieses ein... Oh, das ist meine Playlist mit Kram. Da das ein Unlimited User Video ist und ein Challenge Video. Vielen Dank für die Challenge nochmal. Ich fordere Dion heraus. Dion, ich würde mir gerne wünschen, dass du ein Video nicht wie sonst mit der Kamera oder mit dem Handy aufnimmst, sondern einmal bitte ein Video mit OBS, Open Broadcaster System. Ob du die Classic-Variante nimmst oder das Studio, ist relativ egal. Wenn ich noch einen weiteren Wunsch äußern würde, dann würde ich mir wünschen, dass das Video ein Let's Play wird. Und zwar zu... Oh, jetzt ein schönes Spiel raussuchen. Weiß nicht. Scheißegal. Komm, hau ein Let's Play raus. Bis zum nächsten Mal. Die Unlimited User.